Ja, okay, dann nehmen müssen wir nochmal schauen, wo wir das... Oh, warte mal kurz. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier bei Wirtschaftswunder. Natürlich, das Magazin, was das eine Thema behandelt, nämlich Geld. Eben, wie kann man Geld verdienen, wie kann man Geld sparen und wie kann man Geld auch sinnvoll ausgeben. Und ja, in den letzten Jahren ist es ja dann doch öfter passiert, dass immer mehr Geld ausgegeben wurde für unser allererstes Thema. Öko. Früher hat man noch gesagt, schon wieder so Öko-Heinis da mit ihren Rentierpullis. Mittlerweile ist das richtig cool. Sogar ein paar Designer beschäftigen sich eben mit diesem Thema. Und zwei von diesen Designern gucken wir uns doch mal an. Ja, da bin ich wieder. Ulrike Stankier will Öko-Design zu ihrem Beruf machen. Sie ist Studentin an der Kölner Designakademie Ecosign. Ich hatte schon immer eine Leidenschaft für Ökologie und für Design. Ökologisches Design gehört nicht in die Müsli-Ecke. Heute ist ökologisches Design was anderes. Unsere Gesellschaft ist eine Konsumgesellschaft. Designer können einen großen Beitrag dazu leisten, dass die Konsumgesellschaft sich in eine positive Richtung entwickelt. Ökodesigner achten darauf, dass sie umweltschonende Rohstoffe verwenden, langlebige Produkte gestalten und Recyclingfähigkeit der Materialien berücksichtigen. Formfindung ist ein wichtiger Prozess beim Produktdesign. Bevor man in die Produktion geht, probiert man am Modell aus und findet die Form. Und dafür verwendet man hauptsächlich Plastilin. Oder ich arbeite jetzt gerade mit Plastilin, um die Form, die ich dann hinterher für das letztendliche Produkt verwende, zu finden. Die Ecosign gibt es bereits seit 1994. Im ersten Jahr besuchten 18 Studenten die Akademie. Mittlerweile ist Ökosalon fähig. Zurzeit sind 230 Studenten eingeschrieben. Im ökologischen Unterricht, also in Ökologie und Design, beschäftigen wir uns mit den Problemen der Welt. Dass es nicht einfach nur reicht, schlechte Produkte irgendwie schöner zu machen oder die Materialien auszutauschen, sondern man versucht darüber zu sprechen, dass es auch neue Lösungswege geben kann. Ich habe hier mal mein Produkt mitgebracht. Das ist ein Wäschesammler, den ich entwickelt habe. Der besteht insgesamt aus 4 Teilen und 3 Materialien. Das ist ein Kunststoff, der quasi in der Erde verrotten könnte, ohne dabei jegliche Schadstoffe abzusondern. Man sollte eine gewisse Leidenschaft für Ökologie auf jeden Fall mitbringen. Ich denke schon, dass ökologisches Design ein Bereich ist, mit dem man Geld verdienen kann, aber das ist nicht mein Hauptziel. Meine Vision ist die, dass ich mit dem, was ich tue, die Welt ein wenig besser mache. Felix Stark, selbstständiger Designer, verdient mit grünem Design bereits seit 4 Jahren sein Geld. Was ist für ihn so reizvoll an Ökodesign? Eigentlich könnte man die Frage auch andersrum stellen, warum nicht Ökologie? Früher ist Ökologie oder alles mit Öko zu tun, hat ja gern so ein bisschen als weltfremd betrachtet worden, aber eigentlich ist heutzutage weltfremd zu denken, dass man irgendwas machen kann, ohne Rücksicht auf die Ökologie zu nehmen, beziehungsweise ohne diesen Faktor Ökologie zu berücksichtigen. Unter seinem Label Formstark gestaltet der 32-Jährige vor allem Alltagsgegenstände, wie ungewöhnliche Blumenvasen oder die Energiesparlampe Bulb 2.0. Als Designer muss man visionär sein, weil man sich Dinge überlegt, die es noch nicht gibt und die dann in die Wirklichkeit überführt. Aber wenn ich eine Vision in Anführungsstrichen habe, dann ist das, dass ich mir vorstelle, dass es irgendwann nicht mehr notwendig ist zu sagen, ich mache ökologisches Design oder ich mache nicht ökologisches Design, weil einfach als selbstverständlich ist, dass alles, was man designt, ökologische Faktoren berücksichtigt. Nicht nur Ökologie, sondern auch soziale Themen spielen für ihn eine wichtige Rolle. Für sein konzeptionelles Design der Flüchtlingsunterkunft Sphere erhielt Felix in diesem Jahr einen der wichtigsten Designpreise, den Red Dot Award. Wann und ob die Unterkunft tatsächlich Flüchtlingen Zuflucht bieten kann, ist noch ungewiss. Ein Hersteller fand sich bisher nicht. Ich glaube halt, dass jeder mit dem, was er am besten kann, und das ist in meinem Fall halt Dingerdesign, probieren sollte, mehr zu tun, als nur profitorientiert zu denken. Und man muss halt sich nicht direkt deswegen total verstellen oder ein ganz anderer Mensch werden, aber das Einzige, was halt nicht geht, ist gar nichts zu tun. Und ich denke, wenn jeder halt ein bisschen macht, dann wäre das schon optimal.